Gönn dir eine Pause, Antwi. Brechen wir nach Grantabrückschi auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde, also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Grantabrückschir zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat der Sommer hier dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet, östlich von hier, direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwebt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht deine ruhige Hand. Ja, selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht da. Tu, was ich tue. Ich soll ganz zum Ruhigen steigen? Ich bitte darum. Hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also, schlag. Gut, das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Was für ein Nervenkitzel, Eivor. Wir sind die Retter von Granterbrück. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten oder in die Siedlung zurückkehren. Etwas. Zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Thekla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir zu. Fyrir sakir Freyas, virtu at vera hatbrüder. Magni, wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Eivor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Sie muss hier irgendwo sein. Eivor, hier drüben. Sieh dir das an. Worauf willst du hinaus? Einen Trinkwettbewerb. Du gegen mich, Wolfsmal gegen Tischmarkt. Randvi, uns fällt etwas Besseres ein als Tischmarkt. Dann Metkönigin. Also gut, trinken wir. Wunderbar. Nicht!
aber Randvi war besser. Ich ertrinke. Ha! Ich bin die Metkönigin, Vernichterin der Wölfe und Fässer. Ich hab doch gesagt, ich trinke dich unter den Tisch. Oh, bist du jetzt zufrieden? Mein Schädel dröhnt wie eine Glocke. Mehr als zufrieden. Komm jetzt, wir reiten heim und lassen die frische Luft den Nebel aus unseren Köpfen wehen. Nach nur einem weiteren Halt. Oh, Randvi. Da ist dieser versunkene Turm bei einem Wasserfall nahe der Siedlung. Wir halten kurz an, dann bist du mich los. Er ist nahe des Gipfels eines Hügels im Süden der Siedlung. Leicht zu finden, schätze ich. Also gut, ein letzter Halt. Ich weiß, man sieht es kaum, Eivor, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Man sieht es. Ihr wollt schon gehen? Nun, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Randvi, komm jederzeit wieder. Vielleicht muss ich das, Magni. Danke für die Gastfreundschaft. Nein, nein, ich danke dir. Gute Reise. An deiner Stelle hätte ich einen Versuch. Sieh mal dort, das muss der Turm sein. Auf zur Brücke! Er ist so schön wie in Sunifas Geschichten. Stell dir nur vor, wie er ausgesehen haben muss, als er neu war, vor Hunderten von Wintern. Manchmal, wenn ich mir eine Karte ansehe, stelle ich mir vor, wie kleine Menschen mit ihren kleinen Waffen durch das... Und wenn ich diese Ruinen sehe, denke ich an die Menschen von damals, wie sie lebten, nicht ahnend, was einst aus ihren Monumenten wird. Du hast eine blühende Vorstellungskraft. Ich möchte die Aussicht von da oben sehen. Wollen wir? Geh nur vor. Pass auf, wo du hingreifst. Diese Steine sind alt und verwittert. Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Wohl kaum, aber ich habe schon so manches Langhaus errichtet. Thank you.
Sieh dir das an. Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklomm. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Felsen besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomsvikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen. Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja, wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag. Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist... Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft. Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist, dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Das ist... tröstlich zu hören. Ich fühle seit langer Zeit dasselbe. Ich habe nicht geglaubt, dass du meine Gefühle je erwidern könntest. Ich wollte es dir schon so oft sagen, dir mein Herz ausschütten, dir all meine Wünsche offenbaren. Doch die Pflicht hielt mich immer davon ab. Sag, was du willst. Dieser Tag hat mir viel bedeutet. Wir ritten, kämpften, tranken und lachten. Du zeigtest mir deine Welt, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Taten sind viel bedeutsamer als Worte. Randvi? Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein.